Das sind José und Eva Marie. Sie sind zwei von rund 113 Millionen Menschen in der EU, die am Rande der Armutsschwelle leben. Sie kamen nach Brüssel, um im Europäischen Parlament über ihr Schicksal zu berichten. Ich lebte in Costa Rica und musste dringend nach Spanien zurück, weil mein Bruder krank wurde. Er starb kurz danach. Ich musste ein Jahr lang warten, um soziale Unterstützung beantragen zu können. Jetzt gehöre ich zu den armen Arbeitern, die zwar einen Job haben, die davon aber kaum ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Arbeiter repräsentieren knapp 10% der Menschen an der Armutsgrenze, rund 32 Millionen Menschen in der EU. Für Eva Marie, eine Universitätsassistentin mit einer Halbtagsstelle, ist das ein Problem der wachsenden sozialen Ungleichheit. In Finnland bekommen wohlhabende Menschen Steuervergünstigungen, gleichzeitig wird die Unterstützung für Arme gekürzt. Mir haben Freunde und Verwandte geholfen, sodass mir eine ernstere Situation bislang erspart blieb. José's und Eva Maries Erfahrungen fließen in den Armutsbericht 2018 des Europäischen Anti-Armuts-Netzwerks ein. Gründe, die zur Armut führen, sind niedrige Gehälter, Zeitarbeitsverträge, Probleme bei der Wohnungssuche und steigende Preise für Energie, Lebensmittel und Gesundheitsschutz. Im Moment scheint sich die EU für Märkte einzusetzen und nicht für die Menschen, so Sian Jones vom Anti-Armuts-Netzwerk. Wir brauchen aber Steuergerechtigkeit, bessere Verteilungssysteme und die Schaffung von Qualitätsarbeitsplätzen.